Hallo zusammen. Auf meiner Website jobauer.com habe ich ja für euch den Blog dargestellt über die Acrylfließtechnik mit allen Techniken, Anleitungen und ja, Schritt für Schritt Hilfen. Ich werde zu den einzelnen Themen und Techniken Videos einstellen für euch und ich beginne heute mit dem ersten Video über den Arbeitsplatz, was ihr so alles braucht und über die Hilfsmittel etc. Viel Spaß. Dann legen wir mal los. Das erste ist der Tisch, die Arbeitsfläche. Ich nehme hier so einen ausziehbaren Tisch, den ich erweitern kann, je nach Abmessung von dem Werk, das ich machen will. Und als Unterlage könnt ihr jetzt entweder so eine Einwegfolie nehmen und den Tisch bespannen, um das nachher einfach wegschmeißen zu können. Alternativ natürlich Zeitungen oder eine Tapete. Ich habe mir für ein paar Werke so eine Box gebaut hier. Was heißt gebaut? Ausgeschnitten, einfach aus einem größeren Karton und die Ecken zugeklebt. Und da kann man auch sehr gut drauf arbeiten. Ja, und als Unterlage für das Bild, wenn ich so ein Bild mal hier drauf lege, dann habe ich drei Alternativen. Die erste Alternative wären solche gleich hohen Gläser. So, und dann kann das Pouring auch schön abtropfen, wenn man so arbeitet. Die zweite Alternative anstelle der Gläser wären solche Pins aus dem Bürobedarf. Also diese hier, vier Stück davon. Und die könnt ihr einfach in die Ecken reinmachen vom Bild. So hält es auch schön einen Abstand zur Unterlage und nachher wieder entfernen. Ihr könnt aber auch irgendwas anderes nehmen, wie zum Beispiel ein altes Buch, einen alten Katalog oder sowas und auch diesen drunter legen. Hauptsache ist, dass der Rand von dem Werk eben frei steht, damit es schön abtropfen kann alles. Bevor ihr mit der Arbeit anfangt, bitte vergesst nicht, diese kleinen Ecken in den Rahmen reinzustecken. Die bringen einfach die Stabilität, sodass der Rahmen nachher sich nicht verbiegt, nicht krumm wird. Und das macht ihr wie folgt. Das heißt, in den unteren Schlitz fügt ihr das hier so ein, leicht in den oberen. So, und dann auf der anderen Seite immer über Kreuz und mit einem leichten Druck. Auf keinen Fall würde ich das mit dem Hammer machen, weil die ganz schön spitz sind. Und nachher seid ihr auf der anderen Seite vom Bild durch oder splittet den Rahmen. So, was braucht ihr noch für das Pouring? Wischtücher würde ich empfehlen. Natürlich die Pouringbecher, Plastikbecher oder am besten noch Pappbecher. Ich nehme immer solche Einweghandschuhe. Die Holzsticks zum Mischen, die kriegt ihr bei Amazon zum Beispiel. Ich nehme so ein kleines Glas noch, um die Mengen besser abmessen zu können. Also wenn ich gerade mit Silikon misch oder anderen Materialien. Und für die restliche Farbe nehme ich immer so ein verschließbares Glas und kann es dann einfacher entsorgen. So, das war schon kurz und knapp erklärt. Könnt also loslegen und alles Weitere seht ihr in meinen nächsten Videos. Bis dahin und bis gleich. Viel Spaß!